Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. In der letzten Folge waren wir auf der Fährte des Rächers, haben ihn auch gefunden, also zumindest wissen wir alle ja, wer das eigentlich sein soll. Ich werde das hier natürlich nicht spoilern. Und heute geht's mit der Hauptstory ein bisschen weiter. Wir werden Aerith ein bisschen Gesellschaft leisten und wir werden einen alten Bekannten wieder treffen. Viel Spaß! Ist das etwa eine Nachricht des Racheengels? Zweifellos. Eine waschechte Nachricht. Der Racheengel hat zugeschlagen. So. Das ist also eine dieser berühmten Nachrichten. Ein großartiger Fund. Irgendwelche anderen Spuren? Hier steht noch etwas geschrieben. An den lästigen Reporter von Shinra. Eigentlich hatte ich ja vor, dir eine ordentliche Lektion zu erteilen. Hast noch mal Glück gehabt, dass der Alleskönner an deiner Stelle gekommen ist. Aber fürs nächste Mal kann ich nichts garantieren. Spiel nicht mit dem Feuer. Eine Warnung vom Racheengel? An mich? Soll also heißen, dass dich die Bestien zerfleischt hätten, wenn du selbst hingegangen wärst. Du meine Güte! Fast hätten meine Informationen dich umgebracht. Ich sollte besser aufpassen, wem ich was sage. Schon gut. Mir ist zum Glück ja nichts passiert. Lassen Sie sich nicht davon beirren. Über Ihre Informationen aus den Slums würde ich mich immer freuen. Eine neue Nachricht des Racheengels! Sein nächstes Opfer ist Don Corneo vom Wallmarkt! Das Warten hat sich gelohnt! Don Corneo ist ein großer Fisch! Das wird eine Sensation! Sieh da! Moment! Wo haben Sie das her? Das war's dann wohl mit meiner Bezahlung. Hier, das ist für dich. Kein Grund zur Bescheidenheit. Das Geld kommt aus der Tasche dieses Reporters. Keine Sorge, das ist nicht gestohlen. Nur geliehen. Ich bin sehr beeindruckt. Dein guter Ruf kommt nicht von ungefähr. Tja, sie war der Racheengel. Sehe ich noch! Ich muss was. Was ist? Wollen wir zurück? Was denn? Schon? Cloud! Du bist ja ein richtiger Workaholic. Was bleibt mir übrig bei der miesen Bezahlung? Du bist halt noch in der Probezeit. Bald verdienst du mehr. Also, ab nach Hause. Universaler Söldner. Ah! Hey! Das kriegst du zurück, komm her. Du machst ja so einen Ernst. Hast Glück, dass ich meine Waffe nicht benutzen kann. Aber sie hat Aua gesagt, hast du das gehört? Perfekt. Mehr wollte ich nicht. So, jetzt haben wir hier wirklich alles beendet, ne? 2000 Gil noch bekommen, nice. Und jetzt gucken wir mal, was die Mutti so macht. Ah, hallo. Da bist du ja. Ein Hinterhalt? Sieh an. Das muss dann wohl dein neuer Freund sein. Du sagst das so, als wäre das was Schlechtes. Verstehe. Marco-Augen. Du sollst Reno besiegt haben? Was, wenn es so ist? Mein Boss will einen Bericht. Ich muss die Fakten überprüfen. Lass uns gehen, ja? Root ist kein schlechter Mensch. Das kann schon sein. Allerdings lassen wir uns nicht gerne zum Narren halten. Er macht immer einen auf Gangster, ist doch cool. Oder er kämpft mit den Fäusten. Mir nicht übel. Ein Tag, wie er im Buche steht. Hm? Eine große Klappe, aber nichts dahinter. Werden wir sehen. Ja, so sind die Turks. Ich hasse Gewalt! Bleib zurück! Er macht ja trotzdem Schaden. Ja. Oh, holy shit. Okay. Los! Kannst Lass mich mal ganz kurz lassen? Analyse machen. Das kann ich nicht.
Auf Nummer sich. So, wirksames Wind habe ich nicht. Leichte Resistenz gegen Feuer, starke Resistenz gegen... Ich weiß nicht, was das ist. Legende. Legende hier. Physisch, aha. Proportionaler Schaden. Was? Los geht's! Hehe. Ich meine, ich könnte auch einfach wieder zu Arrows wechseln. Gestatte mir! Au! Was soll denn das? Die arme Eris! Ein Soldat? Oh mein Gott, okay. Jetzt zeig ich euch, was ich kann! 5 Minuten. Arschloch! Warst du gut? Warte, ich kann dich gleich heilen. Oh oh. Was? Ja? Hey? Wird das nichts? Oh. Ja. Flieg! Der ist oh Gott! Dich. Hilfe! Hilfe! Er will mich! Oh. Au! WTF! Was für ein Arsch! Okay, Cloud. Mach Störung. Ich bin bereit. Ahaha! Au! Der soll ich mal in Ruhe lassen! Hey! Nun Ruhe. Nein, 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 nein! Weich aus! Bist du von dort ich besser? Ich bin rein beruflich. So müde. Das war's! Hilfe! Lass mich in Ruhe, Mann! Au! Okay, machen wir Chakra. Ja, wir können uns alle heilen. Was für ein Sack? Bin ich jetzt dran? Flieg! Ich finde den so cool, was er so macht für Moves. Los, geben wir alles! Das muss sein. Ah, toll! Zieh dich zurück. Schon wieder eingeschlafen. Los. Katze und Maus Spiel hier, ey. Ich kann ewig laufen. So. Machen wir wieder Störung. Mein Einsatz. Los. Was sollte das denn? Los geht's. Okay. Die Störung ist eigentlich ganz cool. Los geht's. Was? Verschwende. Haha. Was? Nicht schlecht. Lässt du uns jetzt in Ruhe? Er hat immer eine Ersatzbrille dabei. Nein, ich fange jetzt erst richtig an. Oh. Gibst du jetzt WTF? Nein, hab meine Befehle. Könntest den Job wechseln. Okay. Ich mache einfach nochmal Störung. Ich bin bereit. Es bringt nichts danach. Au, au, au. Siehst du? Cloud ist stark. Nicht so stark, wie du vielleicht denkst. Unterschätz mich nicht. Der ist richtig heftig. Schluss jetzt. Okay. Ich setze meinen Kreuzschlag gegen Hut ein. Jetzt liegt es an dir. Überlass das mir. Wolltest du nicht deinen Partner rächen? Und so lange machen wir ein Gebet. Ja. Bin noch dabei. Wechsel. Jetzt erst recht. Und dann machen wir... Chakra. Alles im Griff. Hey, hey, hey. Na komm her. Komm her. Ich dachte, du hast gewartet. Das hier ist Notwehr. Der ist richtig Cross-Drup. Ich bin bereit. Der blockt doch einfach alles. Nein, verzieh dich mit deinem Tackle! Kriegst jetzt erstmal ein bisschen Magie ab, mein Freund, und zwar Blitz! Hier! Blitz und Donner! Wie einfach alles abblockt. Was für eine Potsau. Ich zähl auf dich. Bin ich jetzt dran? Oh oh. Schlafe sanft.
Nicht gut. Attackier mal ein bisschen Eris, das wäre echt nett. Oh Gott, was macht der schon wieder? Verdammt! Shit. Okay, Zeit kurz Chuck reinzusetzen. Und weiter. Nimm das! Dann übernimm. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Flash! Flieg! Überlass das ruhig mir. Ist durchgekommen. Haha. Okay. Kannst du übernehmen? Zieh dich zurück. Das war ein heftiger Schlag. Oh oh. Ja. Ich liebe Root. Und der ist auch noch so stark. Gibt's jetzt nicht wirklich irgendwie, was man machen könnte. Ist einfach nur da. Schnell. Ach Gott, Eis wird ja nichts bringen. Dann setzt Vitra ein. Ja, eigentlich müsste ich nur Magie einsetzen. Ganz ehrlich. Los geht's. Guck dir den Spacker doch mal an. Dann haben wir nochmal Störung. Was machst du jetzt? Oh, okay. Komm her. Ich bekomme nur zwei Schläge raus, ey. Okay. Übernimm du. Ich leg los. Finde nun Ruhe. Nein, bitte, ich hab doch gerade erst angefangen. Ist der Schlafsand weg? Ich glaub schon. Warte. Nimm dich. Down. Okay, du willst eine Fähigkeit haben? Bitteschön. Und da habe ich noch eine für dich. Vorsicht, es wird ungemütlich. Haha. Es muss sein. Ja, wenn ich mit ihr spiele, siehst du alt aus, wa? Kollege. Sieh genau her. Rein beruflich. Ja, gegen Magier ist er komplett hoffnungslos, ey. Okay, Cloud. Setz ruhig einen Mutangriff ein. Das wird er nämlich blocken wollen. Los! Und dann warte ich, bis er aufsteht. Und mach den hier in den Rücken. Bitte, lass es gut sein. Das kann ich leider nicht. Hey, das ist mein Sound. Sorry für die Unterbrechung, aber die Slums im Sektor 7 rufen, die Sache kann nicht warten. Ja. Also beweg dich sofort hierher. Verstanden. Neue Befehle? Sieht ganz so aus. Root ist ein klasse Typ. Vor allem ist er auch ganz nett eigentlich. Geh zurück nach Hause. Nix da. Könnt ihr so passen. Also Reno und... Ja, die sind eigentlich total nett. Die sind halt nur ein bisschen tollpatschig. Gut, waren wir hier auch schon mal. Und, ich habe soweit den Knüppel durch. Ich weiß nicht, ich laufe lieber mit dem Schwert rum. Klar, Glück und so, aber... Vielleicht später mal. Die Eisenklinge gefällt mir bisher am besten. Allerdings könnte ich noch... das Panzerschwert verbessern, ne? Also gut, was haben wir hier noch? Das ist in Ordnung. Magische Abwehr. Ja, ist eher so das Allround-Schwert, ne? Erhöht magische Attacke, TP-Maximum, MP-Maximum, MP-Regeneration um 10% beschleunigt. Was?
Gibt den Perik-Narration? Zusätzlicher Materia-Slot. Auf jeden Fall. Das kann auch nicht schaden. Dann nehmen wir auf jeden Fall die beiden Sachen noch mit. Was haben wir hier noch? TP-Maximum und MP-Maximum. Das ist jetzt nicht so wichtig. Was haben wir hier? Physische Attacke 16. Und Materia-Slot. Kostet aber ziemlich viel. WP 12. Na gut. So wird das erstmal nichts. Und die Eisenklinge? Haben wir ja auch was Neues bekommen. Benötigt überall WP 12. Schaden Subspirit. Regeneriert bei Erleiden von großen Schaden MP. Oh, ist auch nicht schlecht. So, schauen wir mal die Unterschiede jetzt an. Ja, magischer Attack hängt natürlich immer hinterher. Als Eisenschwert ist mehr so für Magie gedacht. Aber langsam holt das Panzerschwert wieder ein. Langsam. Aber so lange behalten wir das auf jeden Fall. Geschicklichkeitsbonus mindestens 3 Gegner treffen. Nach Haltungswechsel mit Angriff oder Schwertwirbel treffen. Ach so, damit die Geschicklichkeit hochgeht. Ich verstehe. Irgendwann haben wir unser Standardschwert wieder. Warte hier! Oder komm einfach mit. Durch die Blume. Oder durch die Blumen. Ich nehme den anderen Weg und bin schneller. Sollten die wahrscheinlich erstmal zu ihr hoch. Materia! Materia! Oh. Redest du mit den Blues? Also, das war mein Tag heute. Gehen wir? Meine Mutter wartet schon. Was haben Sie gesagt? Gut gemacht. Spaß. Ich habe nichts gehört. Weißt du... Vergiss es. Glaubst mir ja sowieso nicht. Versuch's. Hast recht. Sag's mir trotzdem. Echt? Ja. Die Blumen wollen mir etwas sagen, glaube ich. Irgendwie habe ich ein seltsames Gefühl. Aber es fehlt irgendwas. Ihre Stimmen kommen nicht zu mir durch. Noch nicht. Sie strengen sich an. Und trotzdem höre ich sie nicht. So sehr ich es versuche. Und langsam habe ich genug. Geduld ist nicht meine Stärke. Wie jemand, der aufgibt, siehst du aber nicht aus. Naja, heute ist ein besonderer Tag. Wieso das denn? Komm, gehen wir! Wegen mir? Ich bin was Besonderes. Nun antwortet ihr schon. Und was? Sagen Sie?
Gut gemacht. Oder sowas. Ja, das haben wir. Das war schon irgendwie ein bisschen süß. Ja, nun antwortet ihr schon. MP-Boost. Ja, gut. Dann gehen wir mal. Du willst schon zurück? Nein. Nein, noch nicht. Wieso, gibt's hier noch was zu tun? Ich könnte noch mal kompletten Weg zurückrennen, ja. In die Kirche. Aber ich wette, da wird trotzdem kein Durchgehen sein. 100 pro. Du willst schon zurück? Du hast gesagt, wir sollen zu deiner Mama. Ja, ich hab genug. Wo seid ihr gewesen? Oh. Weißt du, wie spät es ist? Tut mir leid. Wir haben auf dem Rückweg gebummelt. Das Abendessen ist fertig. Ich deck den Tisch. Warte. Bereite lieber das Gästezimmer vor. Okay. Fühl dich ganz wie zu Hause. Diese Augen. Sind Sie Soldat? Ex-Soldat. Entschuldigung, aber ich möchte, dass Sie heute Abend noch verschwinden. Sie haben im Austausch für Ihre Kräfte ein normales Leben aufgegeben. Finden Sie sich damit ab. Schon erledigt. No. Dann lass uns essen. Du hast bestimmt Hunger. Wir haben Bärenhunger, nicht? Ach, die Arme. Ich bin ja so stolz auf dich, Cloud. Und was ist mit der Liebe? Verdrehst du den Mädchen den Kopf? Nicht wirklich. Das Großstadtleben ist nicht ganz ungefährlich. Wenn du eine feste Freundin hättest, dann müsste ich mir weniger Sorgen machen, weißt du? Ich komme auch alleine klar. Ich glaube ja, zu dir würde jemand passen, der etwas älter ist als du. Und dich ein wenig aus der Reserve locken kann. Oh. Ich hau dann mal ab, wie gewünscht. Dann gehen wir mal. Elvis hat die Gruppe verlassen. Leider, leider, leider. Es war schön, eine Heilerin im Team zu haben für einen Moment. Aber sie kommt wieder. Stehl dich heimlich aus dem Haus davon, ohne dass Elvis etwas bemerkt. Pass auf, dass du keine Dinge umstößt und Lärm verursachst. Okay. Ups. Wo willst du hin? Hast wohl was Schlechtes geträumt, hm? Warte aber trotzdem bis morgen. Dann bring ich dich ja nach Hause. Okay, ist gut. Jetzt weiß ich, was passiert. Das wollte ich nur testen. Ich wollte nur testen, was passiert. Ist ja ganz klar. Dieses Mal muss ich vorsichtiger sein. Minispiel. Ach komm, weißt du, ich trete gegen Mülleimer und die wacht auf. Ist klar. Die hockt doch vor der Tür. Cloud, ich hab doch gesagt, du sollst dich ausruhen. Husch, zurück ins Bett mit dir. Ich schaffe keine 2 Meter. Oh. Scheiße, Mann. Ja, aber was habt ihr auch hier für Gerümpel? Voll die Messi-Mutter. Alter. Okay, versuchen wir es nochmal. Darauf achten, die ersten Schritte. Die ersten Schritte sind wichtig. Nicht nach vorne gehen. Auf den Boden gucken. Oder einmal ist weg. Ich hab gar nichts gemacht. Also wirklich, Cloud. Was für ein schreckliches Minispiel.
Jetzt mussten sich schon die Eimer entfernen, weil ich zweimal hintereinander reingelaufen bin. Ich musste oft genug reinlaufen und dann räumte es Aerith für mich weg. Sie weiß ganz genau, dass ich verschwinden will. Nur sie will nicht, dass sie dass ich mitkriege, dass sie es mitgekriegt hat. So. Okay, kein Eimer da. Kein Eimer da. Okay, vorsichtig. Keine Animation verursachen. Einfach durchglitschen. Einfach durchglitschen. Doch, ich hab's geschafft. Gehen Sie endlich? Wie komme ich von hier aus nach Sektor 7? Das ist nicht schwer. Gehen Sie einfach durch Sektor 6 durch. Es ist nicht der sicherste Weg, aber für einen Soldaten ist das bestimmt kein Problem. Ex-Soldat. Und bitte, halten Sie sich ab jetzt von meiner Tochter fern. Natürlich. Danke. Vielleicht sollte sie sagen, dass sie sich von mir fernhalten sollte. Weil wir werden sie wieder treffen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ich bin frei. So. Sollte ich jetzt vielleicht nochmal zur Kirche laufen? Einfach nochmal die Orte besuchen. Zu gucken, was hier abgeht. Ach, der Blumenlieferant. Ich wollte mich noch dafür bedanken, dass Sie den Kindern geholfen haben. Sie reden nur noch über den Soldaten, der sie gerettet hat. Sagen Sie Aris doch auch Danke von mir. Okay. So, als erstes schauen wir hier bei den Kindern vor. Okay. Dann laufen wir zur verschlossenen Tür. Oh, wie mache wo willst ich das du hin? Gut? Zu Sektor 7? Habe mich gerade. Okay. Wir laufen zu Sektor 7. Nichts mit zurücklaufen. Ja, die Mutter, die mag mich anscheinend nicht so besonders oder will einfach nicht, dass ich bei ihr in der Nähe bin. Gut, kann ich verstehen. Ich habe immerhin Root ziemlich fertig gemacht. Root ist einfach der Geilste, Leute. Root ist der Geilste. Ich liebe diesen Typen. Leute, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao.